Jakob ist das Wort wegen der Wahn. Ja, hier sagen wir auch ganz konkret, und der Mönchhaus weiß das auch, ich behaupte sogar, wir haben sehr Vorwahn. Das heißt, in den Gewerkschaften, bei Kolben, in den Ingungen, in Kassan habe ich auch, wird dann nicht gesagt, so, es ist der und der natürlich, sondern du brauchst keine Frage, aber es gibt Vorwahn. So, und wir sind bereit, überhaupt ohne Frage zu überlegen, wie kann man die wirklich demokratisieren, die Wahn. Das jetzt zum Beispiel Briefwahlen sind, nur ist nicht zu bedenken, bei den Arbeitgebern ist das relativ einfach, die sind alle in der Anfangsrolle eingetragen. Die kann man alle benennen. Aber bei den Arbeitnehmern, zum Beispiel der Beispiel Düsseldorf, 300.000, wie machen wir das? Wie finden wir die 300.000? Das wird wirklich eine demokratische Wahl möglich. Natürlich ist alles möglich. Aber wir wissen auch, Sozialwahlen, dass wenn man sie alle anschreiben könnte, dass dann 5, maximal 10% sich an diesen Wahlen beteiligen. Also ein riesen Vorarbeit müsste man leisten, riesen Kosten würden entstehen. Aber der Endeffekt wäre relativ logisch. Trotzdem sind wir dafür, dies so zu machen. Überhaupt keine Frage. Also wir sind für Wahlen, demokratische Wahlen, überhaupt keine Frage. Und es ist alles möglich. Ihr seid doch eine Mafia. Auch zum Beispiel müsst ihr schon überlegen, wie kann man das strukturieren? Wie kann man auch mit Wahlaufrufen in einer Zeitung schon in der Anfangszeit das Wahlen stattfinden? Aber öffentlich machen. Da frage ich jetzt mal gleich, ich habe eine konkrete Frage an Sie beide, die daran anknüpft, aber jetzt frage ich mal ganz konkret. Es wird weil, Dr. Burkhardt noch. Nein, Entschuldigung. Ja, so, ein Arbeitnehmer, ja, das ist eine eigene Diskussion. Es tut mir leid, da muss ich ein bisschen überlächeln. Also, eine Wirtschaft der Leute betrieben und dann nur 5 Arbeitnehmer checken. Von den Arbeitnehmern, die gehen. Also bezahlen Arbeitnehmer, ja, das wird das auch, das korrekt. Aber eine Wirtschaft der Leute für den Arbeitnehmer. Das ist eine klare Antwort. Im Hinblick auf die Friedenswahl will ich das nochmal von meiner Seite aus sagen. Ich glaube, Herr Haller hat darauf hingewiesen. Es ist nicht wahrnehmbar, dass die Handwerkskammern in der Art und Weise, wie die Industrie- und Handelskammern das machen, zur Wahlbeteiligung, ob du in welchem Stadium auch immer aufrufen. Ich frage aber jetzt ganz konkret nochmal: Düsseldorf, Friedenswahl seit Kriegsende, ist das richtig? Ja, und macht die Handwerkskammer Düsseldorf, gibt Geld für Wahlreklame aus, in dem Fall ja für Kandidatengewinnung. Es ist wahrscheinlich in allen anderen Kammern auch, es gibt einen Aufruf in der Handwerkszeitung. Und natürlich, der kommt aber meistens, da bin ich mal sarkastisch in Düsseldorf, der kommt in der Regel mit Scham an der Todesanzeige dahin, oder? Würde ich nicht so sehen. Also, zum Beispiel machen wir in Düsseldorf einen Vorlauf für ein Jahr. Okay. Das heißt, der Vorstand befasst sich ein Jahr vor der Wahl mit dem gesamten Wahlkreisierung. Die einzelnen Schritte, weil in der HWU ist ja genau vorgegeben, was im Einzelnen gemacht werden muss, in welchem Zeitabstand umgekehrt wird. Also, das heißt ganz konkret, dass zum Beispiel auch in den Kreisanwaltschaften, in den Gewerkschaften, die Diskussion ein Jahr vorher beginnt und überlegen, wer dort eben der neuen Vollversammlung Okay, jetzt kommen wir zur Diskussion der Handwerkskammern. Ich habe durch Zufall, weil ich gute Freunde in Konstanz habe, dort war einer der drei Schritte im Wahl seit 1953. Dort ist eine alternative Liste gemacht worden. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte den Kontakt mit den dortigen Handwerksmeistern, die das in den Gang gesetzt haben. Sie glauben nicht, was da für ein politischer und persönlicher Druck auf die beteiligten Meister ausgeübt wurde, diese Liste nicht aufzustellen, die als Nestbeschmutzer, Zerstörer des Handwerks in Konstanz und Meister, lieber Gott was, öffentlich in Tageszeitungen beschimpft. Gut, das muss man aushalten, wenn man sich öffentlich zur Wahl stellt. Sagen wir jetzt mal ganz wertfrei, ob das nicht meiner Art ist, ist eine andere Sache. Aber gut, das gehört zum demokratischen Diskurs meinetwegen. Aber es hat sich eins gezeigt. Während die Industrie- und Handelskammer so undemokratisch dort das Wahlgruppenrecht dort ist, Einzelpersonen, die Listen gewählt werden, wird ja eine Handwerkskammerliste gewählt. Ich habe ja damit erlebt, wie schwer es den Protagonisten gefallen ist, die vorgegebenen Schlüsse, die sie ja Verbindung mit den Handwerksmeistern dort bringen müssen in der Liste, überhaupt zusammengekommen und was die Handwerkskammer alles getan hat, um Meister, die sich bereit erklärt haben, auf die Liste kommen, wieder runterzubekommen. Die haben einen Drittel ihrer Kandidaten verloren im Laufe des entsprechenden Wahlprozesses, weil die Handwerkskammer aktiv dazu beigetragen hat. Also, deshalb stelle ich mal in Frage, dass allein dieses Listenwahlverfahren es überhaupt möglich macht,
dort einen demokratischen Wahlprozess zu ermöglichen, wo der Einzelne sich in seinem passiven Wahlrecht tatsächlich real engagieren kann. Es ist ja schon so angelegt, dass es wirklich gibt, die Gewerkschaft kann das, klar, also das finde ich gut, also in diesem Fall, dass sich da engagiert haben, aber der Einzelperson mit dem Listenwahlrecht hat, glaube ich, nicht die reale Möglichkeit. Und das einzelne Mitglied hat auch die einzige Möglichkeit, die das einzelne Mitglied gegeben ist, ist zu klagen. Sie können nirgendwo hingehen, es gibt kein Abwahlrecht in der Handwerksordnung. Es gibt kein Abwahlrecht, Sie können also nur klagen. Zu klagen braucht man Geld, keine Zeit. Ich glaube, die meisten Unternehmer haben weder das eine noch das andere.